Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich werde mich jetzt bemühen, die Zeit, die wir verloren haben, wieder einzufangen. Morgen beraten wir noch den europapolitischen Teil, da werde ich meine europapolitische Rede halten und werde mich jetzt wirklich auf eine Bewerbungsrede für die Europabeauftragte beschränken. Mein Name ist Katharina Barley, ich bin seit 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments und dessen Vizepräsidentin und außerdem bin ich eure amtierende Europabeauftragte und möchte das gerne weiter sein. Ich glaube, bei früheren Parteitagen, vielen Dank, bei früheren Parteitagen musste man immer noch erklären, wie wichtig eigentlich Europa ist und manche hörten auch nicht so richtig zu dabei. Das hat sich hoffentlich geändert in den letzten Jahren. Nicht nur wegen positiver Ereignisse. Wir haben durch den Brexit gesehen, was passiert, wenn jemand die Vorzüge der EU freiwillig und fahrlässig, wie ich finde, als Britin über Bord wirft. Wir sehen, dass sich das auf das Vereinigte Königreich in allen Belangen schlecht ausgewirkt hat. Wir haben bei Corona gesehen, was eigentlich passiert, wenn rund um uns die Schlagbäume wieder runtergehen. Ich selber wohne in einem Grenzgebiet. Die Pendler kommen nicht mehr zu ihren Arbeitsplätzen. Die Familien kommen nicht mehr zueinander. Die Unternehmen können nicht mehr gut ihre Waren über die Grenzen bringen. Wir haben durch den russischen Überfall auf die Ukraine gelernt, wie viel europäische Solidarität wert ist und wie viel wir können, wenn wir als Europäische Union zusammenstehen. Innerhalb von 3 Tagen Sanktionspakete, Hilfsmaßnahmen und Waffenlieferungen zu beschließen, da hat die EU gezeigt, was sie kann. Genauso wie später in der Energiekrise, wo wir auch mal gemerkt haben, dass nicht nur immer wir diejenigen sind, die Solidarität zeigen für die anderen, sondern wir auch manchmal Solidarität von anderen brauchen. Und trotzdem ist es so, dass Europa für viele weit weg ist, in Straßburg und in Brüssel gemacht wird. Dabei wisst ihr alle, dass es alle Lebensbereiche durchdringt und auch alle Politikbereiche. Und deswegen war es mir bei der Amtsübernahme zuerst mal unheimlich wichtig, das Thema Europa aus den Expertenzirkeln rauszuholen und in die Partei zu bringen. Zum einen dadurch, das habt ihr hoffentlich alle gemerkt und viele von euch haben mich dabei auch begleitet, durch die ganze Republik zu fahren und mit denjenigen, die Europa interessiert, Europa zu besprechen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass dieses Themenfeld so ein großes Interesse in dieser Partei hat. Und dann auch Foren zu schaffen, wo all die Ebenen miteinander vernetzt sind. Also bei allen europäischen Themen, nicht nur die Expertinnen und Experten aus der Partei und dem Bundestag an einem Tisch zu haben, sondern auch das Land, auch die Kommunen, auch die Arbeitsgemeinschaften. Und auch da will ich allen danken, die sich daran beteiligt haben. Denn das macht uns aus. Wir sind auch in der politischen Arbeit keine Egoistinnen und Egoisten, sondern wir bündeln unsere Kräfte und kämpfen für die gute Sache gemeinsam. Und was könnte besser sein als Sache, als ein friedliches, solidarisches Europa? Und ich will das hier jetzt nutzen, dieses Podium, was ich gerade habe, um mich ganz herzlich bei ganz bestimmten Menschen zu bedanken. Ich weiß nicht, ob das einmalig ist in unserer Partei, aber es haben sich tatsächlich an der Basis Menschen zusammengefunden, die auf ganz verschiedenen Ebenen, in Landesverbänden, in Arbeitsgemeinschaften, zum Teil auch kommunal Europa-AGs haben und haben ein Bundesnetzwerk der Europa-Arbeitsgemeinschaften gegründet. Ich möchte deswegen ganz herzlich Arno Gildemeister, Vivien Constanze und Johannes Kupp danken, die aus diesem Netzwerk eine richtig schlagkräftige Truppe gemacht haben. Vielen, vielen Dank für die vielen Veranstaltungen und für die Unterstützung, die ihr uns zukommen lasst, hoffentlich auch im Wahlkampf. Denn wir brauchen euch alle in diesen Zeiten, viel mehr als in allen anderen Europawahlkämpfen bevor. Die Europäische Union hat nicht nur all diese Herausforderungen zu bewältigen, von denen ich gerade gesprochen habe, sondern sie hat auch sehr mächtige Gegner, manchmal möchte man auch Feinde sagen. Mächte wie Russland und China haben überhaupt kein Interesse an einer starken Union, die zusammenhält. Aber auch innerhalb Europas gibt es Feinde der europäischen Werte, unseres europäischen Zusammenhalts. Viele von euch wissen, dass Viktor Orban mein ganz persönlicher Freund ist, derjenige, der in seinem eigenen Land die Demokratie schon abgeschafft hat und keine Gelegenheit ausnutzt, Europa zu erpressen. Aber auch in der Slowakei und jetzt auch in den Niederlanden sehen wir Politikerinnen und Politiker auf dem Vormarsch, die
den Austritt ihrer Länder auf die Tagesordnung setzen wollen. Also, in einem halben Jahr, nicht mal einem halben Jahr, ist Europawahl. Und es wird eine Richtungswahl. Es wird darüber entscheiden, welche Europäische Union wir nach dem 9. Juni noch haben werden. Ob es weiterhin eine Europäische Union ist, wo alle zusammenkommen und Kompromisse miteinander finden, damit es danach allen besser geht. Oder ob es eine Gemeinschaft wird von Egoisten. Sie nennen es ein Europa der Vaterländer, wo Europa ein Geldautomat ist, wo es nur darum geht, den eigenen Vorteil zu suchen, auch auf Kosten anderer. Es wird sich lohnen, dafür zu kämpfen. Wir sehen das in manchen Ländern. Wir haben es gesehen in Polen, wo die proeuropäischen Kräfte am Ende die Oberhand hatten, obwohl die PiS-Regierung alles getan hat, inklusive Änderungen im Wahlrecht, inklusive Übernahme der Medien, der wichtigsten Medien, um das zu verhindern. Wir haben gesehen, dass der Wille zu Europa, der Wille zu einem freiheitlichen Europa dort gesiegt hat. Das Gleiche hat es Slowenien vorher schon geschafft und sich von, ich nenne ihn immer, Orbans kleinem Bruder, Janez Janša, auf demokratische Weise befreit. In Spanien haben wir gesehen, trotz all der Schwierigkeiten, die es dort wegen der Katalonienfrage gab, dass Pedro Sanchez und andere proeuropäische Kräfte es geschafft haben, den Angriff von rechts, von konservativ plus rechtsextrem abzuwehren und weiterhin eine proeuropäische Regierung bilden. Es geht also. Es geht. Aber es geht nur dann, wenn wir wirklich alles mobilisieren, was wir haben. Denn diese Gegnerinnen und Gegner der Europäischen Union, einer freiheitlichen, einer solidarischen, einer sozialen Europäischen Union, sie werden mehr. Deshalb mein Vorhaben für das nächste Jahr ist klar. Unsere SPD in einen engagierten, in einen kreativen und am Ende in einen erfolgreichen Wahlkampf am 9. Juni zu führen. Und ich freue mich sehr über möglichst viel Unterstützung. Herzlichen Dank.